Präsentiert von den Kartoffeln. Yay. Sehr schön. Sehr schön. Und damit willkommen zu den News der letzten Novemberwoche. Liege ich da richtig? Ja, ich liege richtig. Ich zähle den Montag einfach mal nicht mit. Ich liege richtig. Ja. Welcher Montag? Ja, der Montag ist der 31., glaube ich, ne? Oder der 30. Ja. Es gibt gar keinen 31. diesen Monat. 30. Dann ist es der 30., aber das ist der letzte Tag diesen Monats. Ach so, ich hasse Montage. Also ja. Lassen wir den einfach vorweg. Genau, den lassen wir einfach weg. Wir Weil er ein Arschloch ist. Mehr. Ganz einfach. Montage sind Arschlöcher. Ja. Was ist denn der? Das... Ich glaube, es heißt nicht die Montag. Vielleicht die Mona, aber nicht die Montag. Ah, oh, die Mona. Mona Montag. Mona. Wir setzen hiermit fest, Mona Montag ist ein Arschloch. Ja. Okay. Genau. Jetzt würde ich dann sagen, steigen wir mal ganz schnell in die News ein, ehe wir hier wieder abdriften. Und wo wir gerade bei Abdriften sind. Mephisto, hast du eine... Der Molz, gut. Ja. Ich dachte, jetzt kommt es irgendwie mit Need for Speed. Oder ich wollte dich gerade fragen, ob du was zu Need for Speed hast. Weil ich habe dummerweise... ach doch, eine Sache habe ich mit Fußball. Mit Autos. Ich habe was mit Autos und mit Fußball. Und zwar ja, Autofußball in GTA Online. Somit ist das Thema Abdriften wirklich... Hab das zu Fußball. Da passt es. Es gibt jetzt in GTA Online Autofußball. Und das ist so ein bisschen wie American Football mit Autos. Das heißt, du hast zwei, drei richtige Autos und hast so einen kleinen Wagen. Und der kleine Wagen muss dann immer ins gegnerische, wie heißt das? Das Field hinten bei denen? In die Endzone jedenfalls. Wie auch immer das... im amerikanischen Football heißt. Endzone. Im Handei. Aber gibt's nicht schon Rocket? Ist das nicht ähnlich Rocket League? Rocket League ist ähnlich, ja, aber jetzt gibt's das auch ohne Fußball. Sondern mit einem Kleinwagen. Ja. Weil der Kleinwagen muss ja hinten. Ballsport. Ja, es ist jetzt so ein bisschen eher wie bei wie hieß es nochmal? Jugger? Genau, wie bei Jagger. Da hast du ja auch so und so viele Kämpfer, also vier Kämpfer und einen Läufer. Und der Läufer muss ja den Jug hinten in diese Endzone bringen. Und ungefähr so ist es ja jetzt auch aufgebaut, weil nur dieser eine kleine Kleinwagen muss halt hinten in die Endzone rein. Der okay. wird ja selber gefahren. Ja, das ist so viel zum Sport. Und obwohl, wir können im Sport sogar noch bleiben. Mephisto, hast du noch was zum Sport? Zum Sport? Nein. Dann kann ich nochmal ganz schnell. Dann Hide. Ich hätte nämlich etwas zum E-Sport, haha. Denn vor einigen Tagen fand in CSGO ein Turnier statt zwischen Navi und Team Liquid. Die gibt's noch? Ja, anscheinend. Und Mephisto. Da ging es um einen sensationellen, einen sensationellen Headshot, denn Guardian, ein Spieler von Navy, hatte angelegt auf eine Mauer, wo er den Gegner hinter nicht sehen konnte, und er hat abgedrückt. Durch die Mauer hindurch hat er einen Headshot erzielt. Wallhack. Eben, da liegst du gar nicht so falsch. Also dadurch ging jetzt ein Gerücht umher, dass der Typ cheaten würde. Er sagt natürlich, ist nicht so. Viele, die ihn verteidigen, sagen, ist nicht so. Und jetzt wird natürlich spekuliert, wird gecheatet oder nicht. Also es werden auch so Thesen aufgestellt wie, ja, das ist ja ein bekannter Spot, wo sich Leute immer hinstellen. Vielleicht hat er da einfach geahnt, dass genau in diesem Moment genau einer an diesem Platz stand und da trifft er genau seinen Kopf, ist alles nur Zufall oder Analyse? Stell dir mal vor, er hätte ihn dann nicht getroffen und es hätte in dem Moment da keiner gestanden. Hätten sie doch alle gesagt, Mann, ist der doof. Ja. Jetzt regen sie sich alle auf, weil er getroffen hat. Ja, richtig. Was ist deine Meinung dazu? Hat er gecheatet? Hat er Wallhacks genutzt?
Also, ich kenne mich mit CSGO nicht aus, deshalb würde ich fragen, Mephisto, ist es denn möglich, dass so ein Punkt existiert, wo man einfach blind immer durch die Mauer schießen kann und trotzdem mit Glück den Kopf erwischen? Ja, existiert so ein Punkt? Das ist mein Punkt. Ja. Okay. Also würdest du sagen... Ja, kommt drauf an, ich habe es jetzt nicht, gesehen. Mhm. Kommt jetzt drauf an, wie viel von der Ecke er anvisiert hat. Also ob der Winkel halt spitz war, wo er dann durchgeschossen hat, dass die Mauer halt nicht so dick war. Das also die nicht. Mauer war zwar dick, aber er hat relativ hoch gezielt. Das heißt, es könnte vielleicht doch noch realistisch, weiß ich jetzt nicht, aber könnte möglich sein in CSGO. Ich kenne mich da mit der Physik und alles also so nicht aus. Also, ein Stück Mauer kannst du ja mit dem Magnum Scharfschützengewehr locker wegballen. Ballern, okay. Ne? So kleinen Winkel. Bloß wenn die Mauer halt immer dicker wird, umso langsamer wird halt die Kugel. Mhm. Ne? Naja, jedenfalls wurde also, Guardian wurde nachher zu diesem spektakulären Schuss natürlich befragt. Und laut GameStar hat er sich aber nicht groß dazu geäußert. Deshalb denke ich, na, vielleicht ist da doch irgendwie. Also, ein bisschen Mogelei drin. Wie viel Preisgeld stand da auf dem Spiel? Also es war ein Turnier, das von Intel initiiert wurde, deshalb denke ich, ist es relativ viel gewesen, aber ich glaube nicht unbedingt so viel wie in Dota oder so. Nee, so viel also, wahrscheinlich nicht, sonst wäre mehr darüber berichtet worden. Genau. Also ich sag mal, es wäre möglich, aber das ist mit sehr viel Glück. Wenn er das wirklich geahnt hat, dass der dort an der Ecke steht, Hut ab. Das ist derzeit auch die Spekulation, dass das behauptet wird, es ist nicht unbedingt Cheaten, es kann mit sehr viel Glück auch oder durch sehr viel Profi-Erfahrung kann es auch einfach so sein, dass er das perfekt abgetimt hat. Da wäre ich für die Leute da draußen auch mal interessiert. Meint ihr, hat er gecheatet, hat er nicht gecheatet? Ich persönlich glaube, er hat gecheatet. Ja, diese komischen Typen von Navi sind doch alle bescheuert. Ja, das kriegen sie in Dota nichts hin. Also, würde mal noch eine Frage in den Raum stellen. Ja, dann stellen Sie. Ich meine, das ist ja ein Turnier. Ja. Ja. So, es geht ja um Preisgeld. Gibt es da nicht Leute, die das vorher checken? Normalerweise hat man doch auch so ein Anti-Cheat-Ding drauf auf den Servern, oder? Eigentlich schon. Aber also, man weiß ja nicht. Also das erstens muss er richtig gut sein, wenn er das da durchschleust, ne? Naja, direkt nach seinem Kill wurde er umgebracht, das heißt so gut kann er... Hat der Kill überhaupt was an dem Ganzen geändert? Also der Kill war ein ausschlaggebender Punkt des Spiels und dadurch hat Navy auch, oder nicht unbedingt nur dadurch, aber es war ein so ausschlaggebender Punkt, dass sie auch hinterher gewonnen haben. Okay. Also sollte man da doch mal hinterhergehen. Genau. So, aber jetzt nochmal weiter zu den Sportnachrichten. Und zwar, Pro Evolution Soccer kommt als Free-to-Play-Spiel. Ja. Was? Pro Evolution Soccer 2016 kommt für die PlayStation 3 und 4 als Free-to-Play-Spiel. Aber sicher mit Einschränkungen, oder? Du kannst ganze 7 Mannschaften spielen. Wow, ich wusste es. Darunter Bayern München, AS Rom, Juventus Turin und die französische und brasilianische Nationalmannschaft. Das hat sich eine super Auswahl. Also die französische Nationalmannschaft ist eigentlich eine sehr beliebte Mannschaft. Dass man FC Bayern spielen kann, überrascht mich eigentlich auch. Ja, okay, Juventus, Turin, Barcelona. Aber wenn ich nur 7 Mannschaften zur Auswahl habe, dann würde ich doch wenigstens alle aus einem Bereich nehmen. Dann würde ich zum Beispiel nur Nationalmannschaften nehmen. Ja. Ich würde mal so sagen, in dem Land, wo das Spiel rauskommt, ne? Mhm. Oder gekauft wird, würde ich halt deutsche Mannschaften oder spanische, je nachdem, wo es halt rauskommt, ne? Also wäre so meine Idee. Aber wir wissen ja, das ganze Spiel ist von Konami. Und daher wird es natürlich kein reines Gratisspiel. Das heißt,
Ja, es gibt natürlich auch wieder diese, wie heißt es? Dieses My Club Future heißt das, glaube ich, ne? Oder Feature. Irgendwie so, ja. Und dadurch kannst du dir dann natürlich auch deine Mannschaften kaufen. Was ich mir eigentlich gut vorstellen könnte, bei solchen Fußballspielen, wo man irgendwie diesen Fußballmanager hat und so, das wird bestimmt irgendwann kommen, 2020 spätestens, wenn man da sein eigenes Team hat und einer ist verletzt, dass es dann heißt, kaufe jetzt per Microtransaction einen besseren Arzt oder so, damit er fürs nächste Spiel wieder fit ist. Oder überhaupt einen Arzt, weil in dem Land, in dem du da spielst, bist du nicht krankenversichert und deswegen musst du den aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Richtig, und den Flug, den musst du auch noch bezahlen und Kost und Logis auch noch. Und also dann das geht beim Training auch öfters mal der Ball kaputt, den musst du natürlich auch ersetzen. Ja, dann brauchst du einen speziellen Ballaufpumper, den du dafür noch einstellen musst. Der will auch ich bin dafür, wir machen einen Micromanager. Das ist ein Simulator für Mikrotransaktionen in Spielen. Oh, genial. Ja. So, aber genug vom Sport. Genug vom Sport, du möchtest aus dem Sport raus. Okay, wie wär's denn mit Technik? Oh, das ist was für Mephisto. Hä? Technik. Technik? Du bist doch unser Techniker. Ja, da hab ich Spaß. Technikmäßig. Der Division. Ja, dieses Spiel von Ubisoft, dieses Open World Spiel, sollte ja dieses Jahr schon rauskommen. Dann wurde es verschoben auf den 8. März 2016 und da gibt es jetzt eine Information, dass ein Insider, also ich weiß jetzt nicht, ob es wahr ist oder so, und er behauptet, dass es auf den zwei Konsolen, also PS4 und Xbox One, läuft es nicht problemfrei. Das heißt, ruckeln, es gibt keine Spielinhalte, Taktik haut nicht hin. Und Ubisoft hat sich dazu nicht geäußert. Okay. Also ja gut, in Sachen Technik habe ich jetzt eher daran gedacht, dass ja jetzt die offizielle PS4 Remote Play App für PC und Mac rauskommt. Ach, was wäre das? Ja, also es ist jetzt so, dass du mit der offiziellen PS4 Remote Play App, das klingt irgendwie so... Naja, egal. Damit kannst du jetzt auf der PS Vita und Sony Xperia Smartphone dein PlayStation 4 auf deinen eigenen Rechner streamen. Sahide, mega Fragezeichen. Nee, ich kann's mir sogar vorstellen irgendwie. Aber dann wird das nicht mit dem PC verbunden, sondern nur mit dem Bildschirm oder wie? Das wird, soweit ich verstanden habe, jetzt über die PS Vita auf deinen Rechner gestreamt. Auf den Rechner, okay. So habe ich es verstanden. Und du kannst auch mit dem mit den Eingabegeräten, wie hier steht, also mit angeschlossenen Controllern und Maus und Tastatur, kannst du dann da auch mit steuern. Also theoretisch müsste man dann keinen teuren Elgato oder so kaufen, sondern könnte dann mit so Sachen wie Fraps trotzdem immer noch PS4 aufnehmen, weil man das über seinen PC streamt, oder? Genauso stelle ich mir das vor, ja. Ja, finde ich eigentlich gut, da spart man viel Geld. Ja, also wenn du so bedenkst, es gibt ja mittlerweile doch nicht mehr so viele Standalone-Spiele für Konsolen, ne? Mhm. Da kann man es meistens auch gleich für den PC holen, aber ich sag mal, bei einigen Spielen, die es ja halt nur für PlayStation gibt, ist es natürlich schon ganz nützlich, sowas zu haben. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Nur bestimmt ist die App dann genauso teuer wie so ein Elgato. Ein Preis steht hier leider nicht. Oh. Deswegen kann ich dir dazu nichts sagen. Ja, und wir wissen ja jetzt, Rainbow Six, die Siege später wurde ja verschoben. Läuft aber mittlerweile, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Genau. Die wurde um ein, zwei Tage wurde die verschoben, weil technische Probleme und so weiter.
Ist natürlich immer schön, wenn sowas kurz vor Release auftritt. Ja. Und ja, kommt aber jetzt am 1. Dezember auch schon raus. Deswegen, ihr habt jetzt noch einen Tag, um das Ganze in der Beta zu spielen, wenn das hier rauskommt. Oder ja, sagen wir 2 Tage, wenn wir relativ früh das hier rausbringen. Was wir aber nicht tun werden, also wahrscheinlich. Um Tag. Euch zu ärgern. Ja, um euch zu ärgern, genau. Und ja, genau. Deswegen, Hide, deine nächste News. Ich habe keine News. Du hast keine News. Das weißt du doch. Ich dachte, das hätte dich auf jeden Fall noch interessiert, dass ja der nächste Release von Dead or Alive Extreme 3 nicht in Europa kommen wird. Das ist aber auch. Und zwar aus Angst vor Sexismuskritik. Das ist so lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Wir haben zwar ein Spiel gemacht, aber wir zeigen es euch nicht, weil ihr uns dann wieder kritisiert. Weil wir ja sonst sexismuskritisch sind hier. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Das ist alles blöd. Aber ja, gut. Die haben Angst, dass hier die Bevölkerung wieder aufschreit, weil alles halbnackte Frauen und zu viele, ja. Ich muss sagen, Dead or Alive ist die einzige Serie von Koei Tecmo, die haben das ja letztendlich übernommen von Team Ninja, ist die einzige Serie, die mich wirklich total mental fertig macht. Warum Moment. Das? Im Moment wegen dem ganzen... Ach so, du meinst jetzt wegen den ganzen Preisen. Ich dachte schon irgendwie von Story oder Gameplay her. Ja, wegen den Preisen. Und das war ja bei dem PC-Release von Dead or Alive 5 Ultimate, glaube ich, war das ja auch so, wir geben euch die Möglichkeit, Mods damit zu machen, aber macht ja keine sehr sexistischen Outfits damit, obwohl die selbst immer solche komischen Sachen da raushauen. Aber Hauptsache, die anderen dürfen da nichts groß mit treiben. Ich weiß nicht, die sind sich irgendwie in der Serie... sind die mir jetzt sehr zweifelhaft gegenüber. Also zum einen Seit wann haben die überhaupt übernommen? Ich denke seit der Dead or Alive 5. Okay, das ist jetzt noch nicht so lange her, ne? Ja. Ich dachte nämlich gerade schon, weil die ersten Dead or Alive Spiele, die wir gespielt haben, das war ja unser eigentlicher Prügler neben Virtua Fighter. Team Ninja. Die waren noch eigentlich ganz cool. Die liefen noch unter Team Ninja. Ich glaube, bis einschließlich 4. Kann aber auch sein, dass 4 auch schon Koei Tecmo war. Ich muss ja sagen, der beste Dead or Alive-Teil war immer noch Dead or Alive 2 Ultimate. Richtig. Ich habe sogar noch Dead or Alive 2 für die PlayStation 2 hier rumliegen, weil ich die umsonst dazugekriegt habe damals. Aber egal. Wie gesagt, ich bin zwar ein richtig extremer Koei Tecmo-Fanboy, aber das ist selbst hier zu bescheuert, diese Serie. Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt Dead or Alive Extreme 3 nicht spielen kann, dann gibt es ja immer noch Dead or Alive 2 Extreme wahrscheinlich, oder Dead or so Alive... So viel wird sich da auch nicht ändern. Dead or Alive 5 Last Round oder sowas. Also so viel hat sich da jetzt nicht geändert. Stimmt, Last Round war der PC-Release, nicht Ultimate. Trotzdem. Ja. Ja, okay. Mephisto, hast du schon Just Cause 3 gekauft? Nein. Wer mehr über Just Cause 3 erfahren möchte? Nein, habe ich noch nicht. Warum gibt es da drüber News? Ja, und zwar solltest du das Ganze jetzt noch nicht let's playen. Denn es gibt Leute, die das, es gibt natürlich jetzt schon Händler, die so, das rausbringen. Und jetzt ist es aber so, dass Square Enix alle Streams und Videos von den Inhalten dann einfach mal sofort claimt. Es wird also sofort gestrikt und gesperrt. Okay. Und die lassen auch nicht mit sich reden. Nee, die nicht. Find ich auch korrekt. Also, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange sie es ziehen. Also normalerweise war Square Enix ja jetzt wieder ganz kulant, was das Ganze angeht. Da war es ja meistens dann relativ einfach, wieder neue Rechte zu bekommen, das Ganze auch zu
Let's Playen. Das war ja vor ein, zwei Jahren wieder nicht so. Und da sind sie auch immer so wellenartig wie EA. Von daher, ich bin mir noch nicht sicher. Hm. Abwarten. Wo ich auch abwarten würde, wäre natürlich Battlefront. Das, warum? Es bricht gerade zwar Rekorde und hat jetzt laut Mephistos Aussagen auch schon Fallout geknackt. Was? Und, ja. Gibt es einen Rekord der Scheißigkeit? Möchtest du gerade Fallout als Scheiße betiteln? Nein, ich meine Battlefront. Weil das, was ich über Battlefront gehört habe, war nur Scheiße. Und genau da möchte ich jetzt mal eingehen. Und zwar, die Kritiken zu Battlefront sind nämlich eigentlich sehr negativ. Du hast in den ganzen Bewertungen geht das Ganze von 60 bis 80 ungefähr. Also gute Spiele fangen ja normalerweise so bei 85 an. Die meisten sind dann, ja, über Durchschnitt, heißt es zwar immer, aber Vollpreistitel sind normalerweise nicht unter 85. Ja. Und die sind bis zu 85. Ja, bis zu 80 meine ich natürlich. Und großer Teil deswegen ist natürlich auch die Geld, wie nennt man das? Die Geldpolitik dahinter. Es kommt zwar, ich glaube, ein kostenloser DLC kommt zwar, glaube ich, dazu, aber die anderen sind halt alle sofort zu... Ja, die sind alle zu kaufen. Teuer natürlich. Mhm. Und die muss man alle kaufen. Ich glaube, das sind jetzt schon 4 Stück. Und außerdem, die Sachen, die du da, wenn du diesen Season Pass kaufst, sind tatsächlich jetzt schon unbalanced. Denn der Han Solo Blaster zerstört tatsächlich die ganze Balance wieder. Der ist anscheinend schon zu stark für neue Einsteiger. Also ist es so gesehen wieder Pay to Win, nur dass es nicht Free to Play ist. Ganz genau. Na, super. Pay to Play, Pay Scheiße. To Win ist es jetzt. Ist es nicht schön. Pay hoch 2. Payday. Mayday, Mayday, Payday. Ja, wobei natürlich man sagen muss, dass viele der Sachen natürlich im Spiel irgendwann freigeschaltet werden, aber du hast natürlich einen riesigen Rückschritt im Gegensatz zu den anderen, die neu starten. Ja, eben, stell dir vor, wie lange du spielen musst, um sowas freizuschalten, und dann kommt die ganze Zeit, kommt mindestens eine so eine Nase entgegen mit so einem Han Solo Blaster, und da hast du doch keinen Bock, dann bist du... Und jedes Mal, wenn er dich killt, macht er Shot First Emote, ne? Genau. Und da hast du doch keinen Bock, so viele Spiele zu machen, bis du das endlich freigeschaltet hast. Und ja, soweit ich jetzt gehört habe, es soll auch nicht allzu lange es soll nicht allzu lange halten. Also es soll die Star Wars Atmosphäre zwar einfangen, aber laut vielen Aussagen ist es halt kein guter Shooter. Und so es wie ist ich einfach, es ist einfach atmosphärisch, es hat gute Grafik, es ist also wieder ein kleiner Grafikblender, und du wirst aber nicht ewig daran Spaß haben. Und so wie ich mitbekommen habe, ich weiß es zwar nicht genau, ist also wieder gefährliches Halbwissen hier, Star Wars Battlefront, die Marke haben sie schon für 10 Jahre geclaimed, und es soll in Zukunft keinen Story-Modus geben. Wuhu. Das Beste rauszunehmen ist natürlich immer super. Also ich bin mir da nicht sicher, ob das hundertprozentig stimmt, aber ich habe es so mitbekommen. Ja, die haben ja jetzt auch keinen Story-Modus drin. Ja. Nehme ich es mal an. Es ist einfacher zu produzieren. Das haben sie ja auch ähnlich gemacht bei den anderen Teilen. Ja. Naja, egal. Genug über Star Wars Battlefront gemotzt, weil bald kommt ja der Film raus. Da haben wir nochmal genug Grund, um über Star Wars Battlefront zu motzen. Ja, und, genau. Star Wars Battlefront, der Film. Ja, genau. Star Wars Battlefront, der Film. So ähnlich, wie sie es ja jetzt machen wollen bei welchem war das jetzt? Ich glaube Call of Duty Black Ops 3. Dazu soll es einen Film geben. Ach so. Ich glaube, also, das habe ich zwar letzte Woche schon gesagt, aber das fiel mir jetzt darauf wieder ein. Ich bin ja mal total gespannt, wie Warcraft der Film wird. Ich weiß nicht. Ich habe viele gehört, die davon schon nicht gerade erfreut sind und die Warcraft-Fans sind. Ich persönlich, mir kann es egal sein, ich bin kein Warcraft-Fan. Ich guck's mir an und dann gefällt es mir auch nicht. Aber viele Fans sind
umstritten. Also es gibt die einen, die sagen, es ist total geil, die anderen sagen, oh, da wird so viel Lore übereinander geworfen, das stimmt alles hinten und vorne nicht mehr. Also theoretisch finde ich einen Film, wo Orks als Hauptcharaktere vorkommen, finde ich eine echt gute Idee, aber wenn ich den Trailer schon gesehen habe, dass das irgendwie so ist, auch wir verbünden uns jetzt mit denen und denen, das irgendwie total Ork-untypisch ist. Warum dann nicht lieber einen coolen Ork-Film à la Rammer und Balbock? Ja, eben, eben. So ein schöner Ork-Film, vielleicht im Stile von Steven Seagal oder so. Einfach mal Leute kloppen. Einfach nur mal halt Leute kloppen. Ich finde, das ist der gute Untertitel dazu. Die Orks! Einfach mal Leute kloppen. Jetzt im Kino. Das wäre doch cool. Ich würde da reingehen. Ja. Ich glaube, das wäre ein optimaler Film. Finde ich gut. Machen wir eine Werbung zu. Okay. Genau. Und eine Sache hätte ich noch. Ja. Und zwar Killing Floor 2. Kommt jetzt langsam auch so auf diesen Payday-Zug und bekommt jetzt nämlich auch einen eigenen Ingame-Store. Also okay. Microtransactions. Und das finde ich sehr schade. Obwohl in letzter Zeit so viel Hate über Payday war. Ja, also Payday ist selber zurückgerudert. Payday hat sich quasi schon entschuldigt für das Ganze, was sie gemacht haben und hat auch gesagt, wir haben viele Fehler gemacht. Es tut uns leid. Aber Killing Floor interessiert das anscheinend nicht, sondern die machen das jetzt. Und das fand ich sehr schade, weil ich habe tatsächlich jetzt schon eine Weile mit dem Gedanken gespielt, mir einfach mal Killing Floor 2 zu holen, weil das halt so ein cooler mit mehreren ist, wo du dann auch im Hordenmodus und so weiter spielen kannst. Ich mag es ja zusammen gegen irgendeine komische KI zu spielen, wo du dann eben gegen Horden und so weiter spielst. Aber ich mag es nicht, wenn man eine Pay-to-Win drin hat. Ja. Deswegen wird das Spiel für mich erstmal wieder gestrichen. Scheiße ist's. Sonst noch irgendwelche News? Ich weiß, dass es ein neues System-Shop-Regel wird. Ja, okay. Ich hab dich gerade nicht verstehen können. Mephisto war zu laut. Entschuldigung. Oh. Ja, dann nein. Mephisto zuerst. Yay! Doom machen eine weitere Closed Alpha Test. Cool. Alpha 3. immer Dezember. Noch oder Beta? Alpha. Okay. Ja. Am 3. Dezember soll es losgehen. Und ja, also alle Vorbesteller des von Wolfenstein New Order können teilnehmen. Okay. Auf also allen Konsolen und PC oder irgendwo nur exklusiv? Nee, ich glaube wie beim letzten Mal. Okay. Überall. Und würdest du, also fieberst du schon Doom entgegen oder? Ja, natürlich. Also Mephisto prepares for Doom. Yeah. Okay. Fucking Mann. Yeah. Alter, das ist doch so pervers geil. Vor allem dann, wenn du den Multiplayer hast oder so, das wird dann so schnell. Und die Finish Move, das ist doch. Boah, geil. Oh. Und vor allem, dass man seine eigene Karte kreieren kann. Das finde ich witzig. Na super, jetzt hast du doch was gebracht. Pass auf nicht, dass wir hier Copyright und so weiter kriegen. Ich hoffe dann, mal. Das habe ich selber kombiniert. Achso, ja dann. Dann, das ist unter Mephisto Productions. Ja, alle Rechte liegen bei Mephisto Productions. Wenn es Probleme gibt, ärgert Mephisto damit. Nicht genau, mehr. Auch die Verantwortung liegt bei Mephisto Productions. Hey, hey, jetzt genau. Ist gut, ja. Und ich weiß natürlich noch, dass es ein System Shock Remake geben wird. Und, System Shock? Ja, du Was kennst es vielleicht noch. Nein, du kennst es nicht. Das ist eines der ersten... ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Sci-Fi-artige Spiele waren das, ne? Ja, ich weiß es also nicht, was es ist. Ich kenne halt so ein bisschen was, ich habe den ersten Teil mal angespielt. Das ist so rollenspielartig mit einem Sci-Fi-Charakter, sag ich mal. Also da geht es um eine... Ja, also es hat andere Themen als Mass Effect. Aber es geht so in die Richtung, ja. Okay. Also es geht auch so mehr um KI und so weiter, geht es zum Beispiel auch sehr viel.
Ich meine, da war es dann nämlich auch so, dass die KI an Bord so ein bisschen verrückt geworden ist, wie HAL 3000 halt. Und hat dann irgendwelche Sachen abgestellt und plötzlich sind da irgendwelche Leute verrückt geworden und so, keine Ahnung. Finde ich gut. Ich hab's nicht mehr so im Kopf, es ist ein älterer Artikel und deswegen wird er jetzt remaked. Erinnert mich ein bisschen an die Star Trek-Folge, wo Captain Sulu, nee, nicht Captain Sulu, Mr. Sulu verrückt wurde. Wo der mit nacktem Oberkörper irgendwelche Leute angegafft hat. Angegafft? Ja, der hat irgendwie, er war komisch, sagen wir es so. Das ist halt Captain Sulu. Ja. Er heißt doch schon Sulu. Ja. 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 Das waren die News. Der also, ich hatte ja gesagt, ich habe nichts mehr. Für mich sind alle News beendet. Zwar gibt es noch Far Cry Primal, also das neue Far Cry hier, da kommt, wird bald, wie es verlautet wurde, das erste Gameplay gezeigt. Okay. Und zwar findet das Event am 3. Dezember statt und dann wird es, denke ich mal, auch dann bald im Netz erscheinen. Okay, cool. So, aber dann hätten wir noch... Wo Hide gerade Mass Effect gesagt hat, kann ich jetzt noch mal kurz was einbringen. Und zwar, das neue Mass Effect wurde ja schon ein bisschen zu gezeigt, auch wenn nicht viel. Aber wir wissen jetzt, dass man ein eigenes steuerbares Raumschiff haben wird. Das war ja bei den anderen Mass Effect-Teilen nicht so. Da hat es halt die Sternkarte quasi. Und konntest dann immer da und dahin fliegen. Jetzt kannst du das anscheinend selber steuern. Okay. Und was hat das für einen Vorteil? Ich weiß nicht. Dafür müsste ich wissen, was im Mass Effect Andromeda passieren wird. Ach so. Es kann ja sein, dass es auch Raubkämpfe geben wird und so weiter. Da wäre es gut, wenn man es selber steuern kann. Ja, könnte ja sein, dass das wie in No Man's Sky hinterher ist, dass man irgendwie auch ganz fremde Planeten... Genau, das könnte natürlich auch sein, dass du einfach mit den... die gar nicht zur Story gehören, dass man die dann anpeilt und so. Genau, ja, das gab es ja in Mass Effect sowieso schon. Ach so. Aber dass du dann, auch selber manuell dahin fliegen könntest, wäre dann die Möglichkeit. Mhm. Ja, und was habt ihr euch so im Herbst-Sale gekauft? Im Steam-Herbst-Sale? Überhaupt nichts, ich spare... Obwohl! Ich habe im Humble Bundle letztens Overlord gekauft. Overlord 1 und 2 und Expansion Pack und... Operation Flashpoint war da drin. Das müsste jetzt eigentlich immer noch aktiv sein, das Humble Bundle. Was hast du bezahlt? 5,85 Euro. Okay. Die beiden neuen Metro-Teile, also die gibt es jetzt auch gerade bei Indiegala.com, soweit ich weiß, für 5 Euro. Indiegogo? Also die Redux-Teile, die überarbeiteten. Hm. Ich habe The Wolfenstein, die New Order. Für die 7 Euro oder 8 Euro waren das, ne? 7,50 Euro, ja. Ja. Ja, da ich kann hatte... man das geben. Ja, genau. Für mich war es jetzt auch nicht mehr so viel, was ich da geholt habe. Normalerweise wäre es ja immer viel. Was ich bei Sales hole, da holt man ja echt immer eine Menge. Bei mir waren es jetzt das Add-on von Euro Truck Simulator. Oh. Jetzt kann ich endlich auch durch Skandinavien fahren. Ach, da freut er sich. Ja, und die Elder Scrolls Online habe ich auch geholt. Yay. Für 20. Yay. Da muss man sagen, dieser Black Friday hat sich gelohnt. Also ich kämpfe ja noch hier Just Cause 3 und Act of Aggression oder The Elder Scrolls Online. Ja, du hast ja auch noch ein paar Tage zum Kämpfen Zeit. Aber es ist bald Weihnachten. Aber ich finde das immer, ich möchte das mal kurz einwerfen, ich finde total arschig, wie teuer die PS4 jetzt wird. Wo es doch eigentlich hieß, zu Weihnachtszeit machen wir es noch günstiger, und jetzt haben die das um 40 Euro wieder teurer gemacht. Ich bin mal. Um dann 20 Euro wieder runter zu gehen. Ja eben, und dann heißt es, günstig, Weihnachtsangebot. Oder doch einfach eine Generalüberholte. Es kann aber auch nicht immer die Lösung sein, dass der Markt macht, was er will, und wir als Verbraucher müssen sagen, ach ja, dann muss ich halt einen anderen Weg finden. Das erinnert mich, an diesen Arisch, der diese Medikamente so hochgedrückt hat. Erinnert ihr euch? Da gab es mal so eine, da gab es irgendwie
einen, der hat pro Pille, das waren so Krebsmedikamente, ne? Die Leute halt brauchen, irgendwie täglich oder so, um diesen Krebs zu bekämpfen. Und der hat einfach mal die Pillenkosten von, ich glaube, es waren $7 noch was, $7.68 oder sowas, auf über $700 hochgepusht. Und ist das überhaupt losgeworden? Es gab riesig großen Shitstorm und dann gab es hinterher ein Gegenunternehmen, die sie jetzt alle für $1 pro Pille gut so rausholen. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Also ist auch eine sehr gute Marktstrategie dann, sowas auszunutzen. Mal am Rande. Was? Shitstorms? Ja. Microsoft ist ja mit Windows auch nur so beliebt geworden, weil es damals die ganzen Raubkopien gab davon. Heißt, die haben sich erst einen Namen gemacht dadurch, dass sie so eher so gesehen umsonst waren, weil jeder irgendwie Microsoft Dingenskirchen hatte. Und hinterher wurden die halt richtig teuer, weil die sich dann schon einen Namen damit gemacht haben. Ja, und heutzutage hast du ein Programm drauf, das sogar checkt, wenn du Sachen raubkopiert auf deinem Computer hast. Ja, ist das nicht ironisch? Tja, da siehst du mal, auch damals in der Geschichte wurden einige Piraten unter anderer Flagge dann zum Beispiel für England oder so einberufen. Von daher hat sich nicht viel geändert. Oh, das ist mir wieder zu intellektuell hier. Oh. Zu geschichtlich, zu historisch. Hier lerne ich ja was. Ich will dir damit nur sagen, es ändert sich nicht viel. Es bleibt so. Ich hätte noch zwei News. Oh, du hast noch was, okay. Ja, ich dachte, wir sind schon im Off-Topic verschwunden, okay. Nein. Während wir reden, sucht er sich noch neue News. Nein, okay. Ich wollte ganz gleich anfangen, aber... Okay, du darfst jetzt noch zwei News geben. Bitte sehr. Sehr schön. Und zwar gibt es einmal, kommt ein neuer Patch für Diablo 3, 2.4.0. Der Release, also wann der Patch jetzt kommt, wurde laut Blizzard noch nicht raus. Also die haben das noch nicht gesagt. Das sind drei neue Gebiete darunter, mehrere Monster, 24 Set-Dungeons, da kann man halt Spezialeigenschaften der mächtigen Klassensets ausnutzen müssen, deswegen können wir die Portale überhaupt nur betreten und so weiter. Aber wie gesagt, kann man zurzeit auf dem Beta-Server spielen von Diablo, wenn man reingucken möchte. Und dann hätten wir noch einmal Dragon's Dogma. Eine Dark Arisen. Das ist ja so eine Art... So ein Dark Souls-Ableger. Dark Souls, ja. Mhm. Kam 2013 für die PS3 und Xbox 360 und kommt Anfang 2016 für den PC. Boah, gut. Ob also das viele Käufer findet? Ja, gut. Ich meine, scheinbar hat es doch gut funktioniert. Da haben sie gedacht, ach, komm... Ja, kann ja sein. Ich meine, vielleicht haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen bei der Portierung, ne? Also... Kann ja sein. Also ich glaube, richtige Dark Souls-Fans werden da zuschlagen. Also ich kann das Spiel wirklich empfehlen, das ist gut. Ja, aber ich meine, richtige Sammler, die Dark Souls richtig mögen, die werden Dragon's Dogma auf jeden Fall auch für den PC holen. Aber ich weiß nicht, wie andere das sehen. Wenn die Dark Souls haben können, warum dann mit Dragon's Dogma zufrieden gehen? Ja. Ja. Aber gab es Dragon's Dogma nicht sowieso mal umsonst? Für PlayStation Plus Mitglieder war das eine Zeit umsonst, da hatte ich das auch. Ah, okay. Siehst du, man muss immer gucken, man muss immer in den richtigen Orten gucken, dann kriegt man die Sachen auch immer um einiges günstiger. Finde ich schön. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug geplaudert. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Oder beim nächsten Format, keine Ahnung, gucken wir mal. Ja. Denn am Montag kommen ja schließlich noch die Game Releases. Oh. Da dürfen wir nämlich nochmal über Star Wars Battlefront herziehen. Oh. Okay, das war's auf jeden Fall von dieser Woche und bleibt uns gewogen und so weiter. Bis dahin. Jeder abspannen. Tschüss. Das waren die News der Woche, präsentiert von Gegen Kartoffel.